Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cops vs. Racer. Wo sind wir hier? Ja, am Flugplatz ist nicht neu, haben wir letztes Mal schon mal gehabt. Wenn die Folge verpasst hast, musst mal gucken. Musst du unbedingt angucken. Nein, unterm Strich ist ein ganz witziges Format und mit mir spielen das Ganze heute Carplayer, Letni, Perücke Golf und Falken. Hallo an euch. Hallo. 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 Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, ja, ist ein bisschen kleinere Runde. Wir sind eigentlich nach den Aufnahmen und wir haben noch Bock und deswegen bietet sich dieses Format an als lustiger, ja, Lückenfüller sozusagen für den Abend. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Vorstellung der Racer und wir fangen mal hier bei diesem gerade gefällten Baum an. Den fährt Letni und es ist ein Alpha DZ2. Ein Baum? Nein. Sieht aus wie ein Baum. Ja, damit ich mich besser verstecken kann. Aha. Daneben steht der Falken im Opel Manta 400, frisch aus Monte Carlo importiert. Ja, und daneben im Honda S2000 stehe ich, der ist Bad Boy. Und wer sich jetzt denkt, hä? Das ist der doch schon mal gefahren? Ja, das bin ich schon mal gefahren. Aber das ist so lange her, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme sagen kann, das habt ihr schon gesehen. Von daher ist das okay, denke ich mal. Ich habe auch keine Beschwerden bekommen. Und von daher starten wir jetzt einfach mal direkt in die Runde rein. Und dann gebe ich Signal und dann lass uns abhauen. Oh, meine Schaltzeiten. Ja. Ich habe schon Kupplung rein. Erstmal schön Burnout gezogen. Einen Donut gedreht so. Oh, 2,50 schafft er. Ja, und für alle, die das Format noch nicht gesehen haben, wir dürfen hier überall lang fahren. Motor habe ich. Wir fahren jetzt einfach mal zusammen die Grenzen ab, des Möglichen. Ich wurde abgelenkt. Falken, du bist außerhalb des Zaunes. Hä? Das war doch okay da. Ja. Die Geschichte hier. Doch, die sichert. Ja, ich weiß doch noch, oder? Ja, der ja doch. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass du jetzt für den Zuschauer erklärst, warum das okay ist. Replay nochmal. Also, die gestrichelten Wege rund um den Flugplatz, die sind ebenfalls erlaubt. Ja, und man darf auch zwischen den Offroad-Wegen durchfahren. Einfach im Gebiet des Flugplatzes muss man bleiben. Das hast du aber schön gesagt. Und ich habe einen Bronco an mir dran. Lob 2. Kannst du behalten. Oh. Top Speed. Will ich den Sprung nehmen? Ach komm. Flughund. Ich fahr mal hinter den Cops her. Hat schon mal gut geklappt. So gut kenne ich das Flugfeld tatsächlich noch nicht. Aua. Nein, 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 nein. Nein, 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 dann bin ich hier weg, wenn die dich fast festnehmen. Nicht eindrehen. Hallo. Wo bist du? Unten. Was heißt unten? Nee. Am Anfang. Hinter irgendwelchen Rücklichtern her. Ja, zum Callen, vom Hangar aus und bis zum Gefahrensprung quasi, ne? Dann immer in die Richtung und dann rechts, links quasi, wenn du verkehrt, also wenn du zurückfährst, quasi verkehrt rumcallen. Okay. Ja, ich befinde mich jetzt irgendwo in den Hangaren drin.
stehen aber viele Hangar. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich bin jetzt in diesem Ausnahmebereich Offroad-Weg. Oh, da wollte ich gerade hinfahren. Ja, ich komme wieder so auf die Piste. Oben oder unten? Also oben. Am Hangar oder? Okay. Ich kann hier von unten reinfahren. Also warte, was ist für dich oben? Ich würde hier nicht lang fahren, Alpha. Hier geht es nämlich aus dem Zaun raus und hier muss man dann aber auch auf dem Weg bleiben. Ich bin mehr umschauen beschäftigt als mit Fahren. Ich fahre jetzt im Süden die Offroad-Wege weiter ab. Also abhängen kann man die eigentlich gar nie. Nee. Nee, ist schwer. Oh, 36 Motor. Oh nein! Ich hab mich überschlagen. Oh. Das ist ungünstig. Aber gab keinen Motorschaden oder kaum. Das war irgendein Auto? Oder ein Flugzeug? Ich weiß es nicht. Au, das war das Flugzeug. Das große oder die kleinen? Die kleinen. Lasst mich leben, Leute. Für die Freiheit. Oh nein! Scheiße. Das tat weh. Da ist der Zaun weg. Also ich weiß nicht, wie ich immer noch lebe, aber anscheinend tue ich's. War jetzt in Gebüsch rumgefahren und Bronco fährt vorbei und sieht mich nicht. Warum stand hier dieser Baum, Mann? Jetzt habe ich einen 80 Motor. 80. Au. 81. 81. Oh oh. Und 95. Bitte raus. Nein, 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 nein. Dann muss mich irgendwo moven. Oh. Scheiße, ich wurde zurückgesetzt, Letney. Aber ich hab noch Schaden, aber ich wurde zurückgesetzt. Ja, du bist raus. Ja, ne? Ja. Ah. Ciao. Nee, ich muss jetzt warten, dass ich abgeholt werde, oder nicht? Das macht mir selber Motorschaden. Ah, da hinten kommt schon Bronco. Ja, der kickelt mich auch nochmal. Los, nimm mich fest. Ja, nun hub doch. Hupt. Da kommt der dritte Bronco, aber es kommt keiner auf die Idee, mal zu hupen. Ich gehe schon mal runter. Jetzt hupen so. Jetzt bin ich alleine. Alle haben mich verlassen. Aber jetzt geht die Pumpe. Das ist einmal hier gefährlich. Einmal Bronco. Und dann ist man kaputt. Aber wenn die mich nicht sehen, können die mich auch nicht kriegen.
Und es ist vorbei. Schnell. Ja, das war mal eine schnelle Folge. Aber gut, wir waren jetzt auch nicht viele. Und, am Ende 100 Motor bekommen. Begrenzer? Ja. Nee, frontal. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr jetzt denkt, boah, die Folge war ja viel zu kurz, ich will mehr sehen. In der Videobeschreibung, da stehen noch mindestens 2 andere Sichten. 3 andere Sichten. Und wenn ihr euch die auch anguckt, dann kommt ihr auf eine ganz normale Folgenlänge. Von daher, alles gut. Guckt euch einfach alle Sichten an, lasst überall ein Like und ein Abo da, schreibt einen Kommentar und dann seid ihr auch beschäftigt. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.